Hallihallo Freunde, grüß Gott. Wir sind. Oh? Hast du was kaputt gemacht? Hey. Soll ich Nein, nein, vorbeischauen? ich habe nur Go gesagt. A go. Ach so. Ich hab auch verstanden. Ja, das war dann der letzte Rest, der übrig geblieben ist. Könnt Das ihr mal in ist. den Chat schreiben, was ihr verstanden habt? Schreibt doch niemand im Chat bei uns, außer wir zwei. Naja, vielleicht hilft's ja. Ich meine, die Aufforderung, zu schreiben, wie schön das Wetter ist, hat ja auch funktioniert. Schon. Cool. Aber guck einfach nur mal rein, just for fun, guck dir mal Palworld an. Also rein nur von der Idee her gefällt es mir ganz gut, wenn diese echten Waffen nicht drin wären. Das verstehe ich nicht, was für Logik, was man da, warum man das macht. So MG und Raketenwerfer reinbaut, So ein das passt meiner Meinung Fantasy-Ding nach. mit Ja, quasi, es ist, die Mischung ist wild, ja. Grundsätzlich ganz interessant, aber diese echten Waffen, es ist halt eine Mischung aus Ark, Pokémon und Fortnite. Und das Fortnite passt da nicht rein. ja. Ich hasse. Dieses Abladen funktioniert so gut, bis auf das, dass ich den Ball nicht ablegen kann. Ja, du musst gucken, wie du es gekippt hast, ne? Weil der hat ja ein Ja, aber das Kippflügel. wäre das, was ich mir wünschen würde, wenn man da irgendeine Ortfahranzeige hätte oder so. Das ist das Einzige, was mich halt stört beim Fahren und beim Laden, dass man das muss Klar. intuitiv machen und das funktioniert halt semi. Aber ich muss trotzdem gestehen, unabhängig jetzt von der Waffen, mir gefällt ja die Message bei Palworld, weil im Prinzip zeigen die den riesengroßen Mittelfinger Richtung Game Freak und Nintendo und mit der Message Weil es quasi. Free-to-Play ist oder was? Nein, nein, ist es nicht. Kostet aktuell Okay. 26 Euro. Weil es einfach zeigen, wie erfolgreich ein Pokémon auf PC gewesen wäre. Okay, ja, okay. Das finde ich mega. Weil so, ich liebe Pokémon schon immer, seit Stunde 1. Mein Problem ist nur, die letzten Versionen sind alle A zu leicht und B zu schlecht umgesetzt. Rein von der Technik her. Jetzt, nicht unbedingt vom Gameplay. Dass man in die Open-World-Schiene geht, das ist mittlerweile eh Standard bei allen Dingen. Aber rein von der Technik her, die Switch kann definitiv mehr, als man dem Pokémon zumutet. Weil es schaut wirklich furchtbar aus. Okay. Keine Kantenglättung, auf die Entfernung, furchtbar. Also wirklich ehrlich furchtbar. Also wenn man sich a Zelda Breath of the Wild anschaut und Pokémon, dann das sind Welten. Also das ist deswegen. Also dieser Mittelfinger, dieser Ding gefällt mir extrem gut. Das. Ja, die Switch ist schwierig. Also die ist halt erfolgreich, weil es ist, wie es ist. Das auf jeden Fall. Weil Ja. du hast eine geile Konsole mit coolen Spielen für unterwegs und daheim. Brauchst nicht wie früher halt den DS, kaufst du da einen Mario Kart und kaufst du dann für die Wii das gleiche nochmal. Ja. Und ja, aber es ist halt auch schwierig, in so eine kleine Konsole halt auch einen riesen PC ja stecken zu können. Und ich meine, es ist ja auch mittlerweile viel möglich. Es reicht ja schon, wenn man sich den LS23 anguckt fürs Handy. Ja, aber Also es ist der sieht also. 1 zu 1 aus wie der LS17 und der war ja eigentlich schon okay. Und Ja. sag mal, im 17er hättest du nie gedacht, dass du so eine Grafik, so ein Spiel auf einen Tablet bekommen kannst. Absolut. Aber bei der Switch ist halt. Also gerade bei Pokémon kommt dazu, dass das schlecht gemacht ist. Das hat ja nichts mit der Switch. Wie gesagt, wenn man sich Zelda Breath of the Wild, was ja so ein Parade-Spiel für die Switch war, also das macht da grafisch ein bisschen was besser. Also das hat Okay. wirklich mit dem Programmieren zu tun. Das ist nicht, dass man sagt, okay, auf der Switch geht nicht mehr. Sehr wohl geht auf der Switch mehr. Ja, okay. Aber Ja, das sind die ein logisch. bisschen faul, das ist. Das ist mal. Aber die sollen schon. Ich denke, die sitzen gerade und ärgern sich drüber, dass die nicht Pokémon auf den PC gebracht haben. Naja, gut, aber so hast du halt ein Spiel gebunden an die Konsole und du förderst für dich halt damit die Verkäufe, ne? Ja, In aber die beiden 6 Fällen. Millionen, es wäre völlig egal. Stell dir vor, die hätten Pokémon für PC für 20 Euro gebracht, mal 6 Millionen. Naja, klar. Dann rechnest du nur mit 2000 für irgendwelche Influencer-Versionen, aber es macht ja nichts aus bei 6 Millionen. Also, wenn sie wäre die Kohle, ich weiß jetzt auswendig nicht. Ach, fuck, ich hasse es. Aber das ist. Es funktioniert so lange so gut und irgendwann dann funktioniert es hier nicht gut.
Ja, wenn es dann 6 Millionen geht das schon auf Stromkosten. mal 20 Euro, ich bin jetzt nicht so gut, aber das ist auch ein Haufen Kohle, was man da hätte mitnehmen können. Naja, es sind. Weil man kommt dann, ja, da kommen die Milliarden, 120 Millionen müssen es fast sein, oder? 12, 120, ja, müsste. Ja. Ich weiß gar nicht, was sie, wie oft das sie Pokémon verkauft hat damals. Ja, viel zu oft. Ja, aber das ist ärgerlich. Damals war ich 12 oder 11 oder so irgendwas in dem Dreh. Mittlerweile bin ich 35. Warum programmiert man Pokémon, als wäre es für kleine Kinder gemacht? Die Leute sind ja älter geworden, die damals Pokémon angefangen haben. Ja, Also, klar, aber das ist wieder so ein wir haben die Ding. nächste Generation Gamer wahrscheinlich wieder, weil ich sag mal, die Switch und sowas Ja. spielen hauptsächlich, denke ich mir mal, wirklich Leute bis 25. Also da wird das. Und der Hauptteil davon liegt zwischen 8 und 13. Ich schätze mir mal so, was die aktiven Switch-User sind. Ich weiß nicht, ich finde das sehr, sehr wenig weit gedacht. Ja, gut. Jetzt generell von So. Pokémon oder von Nintendo, das, na, dann könnte man vielleicht beide bedienen, dass man zwei Versionen macht oder so. Oder Ja, da einfach. Schwierigkeitsgrade einbaut, whatever. Na gut, das geht auch. Weil das war ja früher ein großer, dieses, dass du die. Heutzutage ist es einfach zu leicht. Du brauchst kein Team mehr zusammenstellen, du brauchst auf die Typen nicht mehr achten von den Pokémon. Du ballerst einfach im Prinzip alles durch mit dem ersten Pokémon, das du kriegst. Und das war früher das, was Pokémon ausgemacht hat, dass du geschaut hast, welcher Typ gegen welchen Typ und bla bla bla. Das hast du ja heute nicht mehr braucht, weil es nicht mehr nötig ist, quasi. Ja, ich mache es nicht schön, aber was. Schade eigentlich, hat so gut begonnen, muss ich ehrlich sagen. Wollen wir vielleicht den Greifer kaufen? Kriegst du damit besser hin? Ich habe jetzt nur drei Ballen. Ach so, okay. Jetzt, ja. Jetzt, du kannst gern, wenn du möchtest, ich habe nur zwei Ballen, nicht drei. Wenn du möchtest, kannst du es gerne mal probieren, habe ich kein Problem damit. Aber ich Und glaube, was das also lohnt sich mit nicht. Babbeln? Na, alles gut. Wenn die halbwegs da drin liegen, ist so gut. Ja, die liegen schon, aber das ist, ich weiß nicht, woran es scheitert. Ich verstehe es nicht. Ich glaube hauptsächlich beim Ich komme mal Rausziehen. gucken. Jo. Ich sehe es nicht, wie weit aus ich reinfahren kann. Ja, jetzt bin ich schön reingefahren. Ach du Scheiße, aber die jetzt rauskommt da. Ja, das ist nicht schön. Ach stimmt, wir Ja. wollten ja die Wildtiermod auch noch mit reinnehmen. Die wen? Die Wildtier? Ach so, ja, Ja. die. Ja. Am Hof gibt es jetzt Gott Das sei Dank nächste keine Mal. Tiere. Ich glaube, besser hätte ich es auch nicht hingekriegt. Ja, ist ärgerlich, weil es funktioniert so lang so gut, aber du siehst Naja. nicht, wie weit das rein und wie es kippen muss, damit der gerade rausgeht. Und dann schiebst das in irgendeiner Richtung immer weg. Da reicht halt, es ist, da brauchst du nicht viel. Okay, das mit der Gabel schöner wie mit der anderen, oder? Ja, weil die andere breiter ist und die Okay. auch links und rechts rausschaut und danach irgendwo hängen bleibst, ne? Wo der Hänger steht, weißt du? Wie vor mir, oder was meinst? Nein, nein, wo er geparkt Hingehört? wird. Nein, natürlich nicht. Wer soll ich das wissen? Du bist der Einzige, der weiß, wo unsere Weißt Geräte stehen. du weißt doch, wo der Vega stand? Der Wer? kleine. Der kleine Anhänger, der Drehschemel. Oben, gegenüber von dem Hühnerstall in dem Unterstand. Wir haben einen Hühnerstall. Auf dem Hof ist Ah, auch ein fuck. Hühnerstall, ja. Nein, das weiß ich gerade wirklich nicht. Einfach den Die Berg Hühner hochfahren. und die Eier, die waren ja auf der anderen. Ja, genau, aber wir haben auf dem Hof auch einen Hühnerstall, da sind Das noch keine weiß ich Hühner nicht. drin. Einfach den Hang hochfahren, so wie der Hänger steht und da oben der Schuppen. Ah, jetzt weiß ich wo. Da der Länge nach rein. Ja. Also die einzige Seite, wie er drunter passt. Tja. So, fertig. Und ich walze das Feld. Könntest du das Feld walzen in der Zwischenzeit? Mach ich doch. Sehr gut. Traum. Und an der zweiten Bahn.
Ah, man merkt, es ist April, wir haben 17 Uhr und es ist immer noch hell. Warum passt es nicht? Warum passt was nicht? Die Ballending passt nicht. Und das andere an dem Glas. Weil der große nur für den Dings gedacht ist. Alles ja, na gut, dann nicht. Also das musst du wieder umhängen. Tut mir leid. Verdammt. Ja, jetzt habe ich es gerade. Egal. Habe es schon weggebracht. Nee, so egal ist das nicht. Am Ende suchen wir es wieder und keiner weiß, was es ist. Weil es irgendwo... Muss ich da rückwärts reinschieben in das Ding? Ja. Von unten nach oben. Easy. Oh, die Walze ist echt schön. Hey, morgen ist schon Mittwoch. Jupp. Nice. Ich hab schon gesagt, gut, jetzt wenn die Folge rauskommt, schon wieder her, theoretisch. Aber morgen morgen in 12 Monaten ist schon wieder Weihnachten. Was? Alter. Naja, morgen ist der 24. Boah. Januar. Denkst du aber weit. Oh, ich muss jetzt mal gucken, dass wir jetzt langsam unseren Urlaub planen. Also, die Urlaubswochen und Tage habe ich jetzt größtenteils schon alle verplant für dieses Jahr, aber. Die sind bei mir schon verplant, weil ich der Letzte bin quasi. Also 3 Wochen sind verplant. Ich habe heute vor, wann ich die Einschulung starte, für meinen Turnusdienst quasi, für den Portierdienst. Da bin ich ein bisschen gespannt, was mich da erwartet. Dürfte ein bisschen viel sein, aber es ist halt zum Lernen. Jetzt gucken wir mal. Heute war bei uns Großbrand, also nicht im Krankenhaus, sondern beim Busdepot. Da waren einige, ich glaube 9 Feuerwehren. Zwei Busse sind ausgebrannt. Aber ja, da bin ich gespannt. Also ich freue mich drauf, dass es startet, dass sicher jetzt startet, dass ich spätestens im Juli dann in den Dienst bin. Ja. Es ist finanziell ein irrsinniger Sprung. Also weitaus mehr als ich vorher beim Extrastall gehabt habe. Das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich für mich ist das ja nach der ganzen Geschichte nicht nur Vorteil, dass mir der Job wesentlich besser gefällt, das Arbeitsklima und das Arbeitsumfeld besser, sondern auch der finanzielle Aspekt ist gestört. Nur da lernen muss ich es halt. Aber bei mir ist jetzt das Glück, wenn ich das zusammen selber mache, dann tue ich mir leichter, also wenn ich das 3 Wochen lang irgendwie in der Theorie höre. Ich muss es immer selber machen. Dann funktioniert es relativ okay, aber es ist hauptsächlich logisch. Viel telefonieren und du musst halt die Leute weiter verbinden, wohin die wollen und in der Nacht musst du halt die Leute, die ins Krankenhaus wollen, quasi auch dorthin schicken, wo die hin müssen. Das ist so ein bisschen... Sitzt dann am Empfang oder wo? Genau, ja, Portier, ja. Warum auch nicht? Wenn es nicht geht, wie dem einen... Notarztteam in Berlin zur Silvesternacht, die da von irgendwem zusammengeschlagen wurden. Ja, im Krankenhaus. Also das ist bei uns Gott sei Dank. Unverständlich, warum oder wie man überhaupt auf die Idee kommt, da gegen Ärztepersonal handgreiflich zu werden. Also die Situation könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, das Glück ist bei uns, wir sind von diesem ganzen Scheißdreck echt nur weit entfernt. Ja, klar. Das ist bei uns noch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es hierher kommt, wir hier am Land, in Anführungszeichen, das... Ja, logisch, logisch. Gott sei Dank. Das ist einfach, ja, nicht nur unbegreiflich, sondern, also, aber schwierig. Aber wir haben ja ein Riesenwahljahr dort und da, also ich bin gespannt, was da überall dabei rauskommt. Na, bei uns sind ja jetzt auch, glaube ich, 2 oder 3 Landtagswahlen dieses Jahr, wo es auch spannend werden kann. Was da oder ob es da Wechsel in den Parteispitzen gibt oder hört der Glas vor allem, wer das Rennen macht.
Der Klaas gehört da in die Werkstatt, wenn du. Ich bin gespannt, ich weiß selber nicht, was ich wählen soll dieses Jahr und keine Ahnung, fällt mir alles so schwer, aber ich Schlimmsten möchte. Fall, ich weiß nicht, ihr habt doch bestimmt auch kleinere Parteien, oder die nicht ganz so groß auf den Plakaten sind und sowas. Ja, Dann die Bier. sucht ihr da eine Oha. raus, die. Ja, die Bierpartei. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich Zum meine, ich Beispiel. weiß, eh ist alles schon unwählbar. Soll ich dann aus Trotz wie die anderen Idioten die Bierpartei wählen? Das ist alles so traurig. Na, Das ist ne, ja du kein mal. Selbst da Spaß. gibt es ja kleinere. Ich meine, bei uns gibt es ja auch so welche, die sich dann. Ne. Ja, das dümmste Beispiel, das wäre wie die Bierpartei bei uns halt die Partei, die Satirepartei ist oder sowas, dass das halt denen, sagen wir mal, im Endeffekt, die werden zwar an der Regierung selber nichts ändern, außer es kommen halt alle auf den Trichter. Du hast halt dann einzig den Vorteil, dass du halt, sagen wir mal, einer Partei, wo du sagst, okay, die vertritt dich nur irgendwie oder irgendwas, zu sagen, hier, jetzt habt ihr meine Stimme, habt einen gewissen Stimmensatz, zumindest ist in Deutschland so, kriegen die halt auch mehr Geld für Wahlsachen und Co. Je höher der Prozentsatz dann ist, den die kriegen. Ja, aber du kennst ja dort niemanden von den Ja, Politikern. Du wählst ja ins logisch. Blaue. Da ist Ja. ja. Und selbst wenn ich wieder ungültig wähle, oh, da fährt jemand mit GPS. Und selbst wenn Nee, ich also wieder. gerade nicht. Aha, okay. Und selbst wenn ich Gerade wieder fahre ich mit dem ungültig Radler. wähle, glaubst du, es interessiert irgendjemanden auf dieser Welt, ob du ungültig wählst? Für So mich ist es unbedingt immer. nicht, aber ich sag mal, die Stimme ist aber immer noch nicht oder immer noch gegen die Partei, die du am wenigsten möchtest, ne? Es ist und bleibt einfach so, weil der Prozentsatz steigt ja dadurch und es ist immer noch besser hinzugehen und nichts zu wählen, wie gar nicht da gewesen zu sein. Ja, ich habe ja Gott sei Dank noch ein paar Tage. Gut, haben wir fertig. Wir haben fertig, ja. Weil der Part hat auch fertig. Das klingt doch gut. Ja. Weiter nur zu, wie du das abstellst. Warte, bleib dann noch so sitzen, ich mache dann ein Bild von dir. Gut, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüssi. Ciao.